Und herzlich willkommen zu einer kleinen Testaufnahme, und zwar von Arma 3, King of the Hills. Boah, ich habe das lange nicht mehr gezockt. Ich glaube, wir haben noch extrem laut Audio. Ich stelle das mal ein bisschen runter. Ich mache das so als kleine Testaufnahme jetzt für euch. Ihr müsst dann einmal bitte bewerten, Qualität etc. Ich werde auch nochmal drüber hören. Es wird jetzt so sein, dass ich vielleicht ab und zu mal spontan irgendwie Arma zocke oder so, wenn ich Bock drauf habe. Das ist jetzt nicht so nach dem festen Plan. Mal gucken, ob der Master ja startet hier. Ich will nicht fliegen. Kann er definitiv knicken, dass ich fliegen werde? Kann ich nicht. Gehen wir mal als Passagier rein. Mal gucken, ob er gleich vom Mohawk ausfliegt. Da ist schon ein weiterer Kollege. Ich habe wirklich lange aber nicht mehr gezockt. Ich müsste erst wieder reinkommen. Was haben wir an? Wir haben. Okay. 1000 Gold haben wir. Ein Pilot fehlt uns nur noch, ne? Also ihr seht unten noch ist ein kleiner schwarzer Rahmen. Das liegt daran, dass ich nur in Fensteraufnahmen aufnehme. Im Ganzen. Ich gucke, ob auch die Qualität etc. alles zu allem passt. Das ist halt, wie gesagt, noch eine Testaufnahme. Ich werde es auch extra sagen. Testaufnahme von Arma 3 King of the Hills. Und dann schauen wir mal, wie es denn hier läuft. Wenn es gut läuft, lasse ich es ab und zu mal drinne und schauen dann, wie es dann im Endeffekt für uns aussieht. King of the Hills, lange nicht mehr gespielt, Team Deathmatch. Eventuell kommt vielleicht auch noch Battle Royale. Aber Altes werde ich nicht machen, weil es kaum spannende Szenen etc. an Gameplay geben wird. Ich werde das so zusammenstellen, dass wirklich nur so passende Szenen da sind, wo wirklich ein guter Fight da stattfindet, wenn jetzt wirklich was Schreckliches ist. Das heißt, ich sag mal, aus einer halben Stunde, Stunde Material kommt da vielleicht nachher 10 Minuten raus. Und das packe ich komprimiert dann zusammen als Aufnahmen. Wir haben die TRG 21 zurzeit, weil ich auf diesem Server noch nicht lange gespielt habe. Oh mein Gott, lande bitte. Ja, der Typ hat einen super Abschuss jetzt gekriegt. Ich glaube, wir werden respawnen. Remaining Jet. Naja, so ein guter Start am Anfang ist natürlich wieder. Der Hammer. Bei Vehicles. Was wir natürlich haben, sind ab und zu Stimmen hier zwischendurch. Die werde ich dann vielleicht entweder rausschneiden oder drin lassen. Das muss ich gucken. Sie eventuell auch vielleicht den ganzen anderen. Kein Scope. Achso, ja, da war dieses Level-System richtig. Handgun. Next access in your base. Ja, da gibt man eine. Ja, eine Handgun brauchen wir die. Wir brauchen vielleicht höchstens noch mehr Magazine. Das wäre vielleicht nur interessant. Aber wir haben jetzt vier Magazine. Wo kriegen wir Magazine her? Mein Freund, hast du was für mich? Change Packs. Okay, das kostet 10.000. Kann man noch Packs freischalten? Okay, da kann man ab bestimmt Level was freischalten. Ja, Full Abend, okay. Schauen wir mal, dass wir in den Panzer vielleicht reinkommen. Voll als Schütze. Absteigen, Inventar, Luke öffnen. Wir bräuchten noch einen Fahrer. Der will nicht fahren, okay. Wie gesagt, ich schneide die Szenen zusammen. Die ersten
Sagen wir, die ersten 5 Minuten bleiben auf jeden Fall drin. Und dann kommt halt alles, was wir da haben. Also das werdet ihr jetzt da mitkriegen, die erste Phase, klar, es ist mal wieder reinkommen ins Spiel etc. Es wird jetzt alles vieles Gefehle geben, was jetzt gerade anfangs auch war, das wird gleich vielleicht nochmal passieren. Aber dann im Endeffekt haben wir dann halt so ein zusammengeschnittenes dazwischen. Das heißt, ihr werdet auch sämtliche Gespräche, die ich da mittendurch habe, abgehackt, sag ich mal, nur mitkriegen. Und klar, also das Gespräch wäre was anderes. Ich könnte auch ein stummes Let's Play machen und einfach nur stumm spielen. Das wäre auch langweilig. So, let's go. Diesmal werden wir hoffentlich nicht abgeschossen. Düdüdüd. Wo will der denn eigentlich hin immer? Enemy Base? Warum will er in die Enemy Base? Veräppeln. Er soll irgendwie reinfliegen und landen. Oder will er unten zum Kap fliegen? Na komm. Scheint wohl. Ist ja gerade jemand rausgesprungen? Ah, er will im. In der alten, oder beziehungsweise in der hauptsächlichen, meisten nimmt man das bei Polizeibasis hier. In der Nähe. So. Machen wir uns mal eben. Ein Fixpunkt. Dass wir da die Mitte haben. Okay, jetzt kommen wir ein bisschen raus. Wir kommen nicht hoch. Shit. Und 700 Meter im Mittelpunkt. Okay, wir haben nur Voll- und Einzelschuss. Nehmen wir mal auf Voll. Düt, 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 düt. Ist das die Frage, sind das jetzt unsere Leute oder nicht? Da sind, glaube ich, die Namen für. Okay, da oben ist eine Base. Was für mich gut wäre, wirklich so ein Scharfschützengewehr. Da bin ich tausendfach mehr drin geübt, um mich irgendwo hinzulegen. Okay, Fallschirmhangar. Okay, mal lang.
Den Schuss hat er vielleicht gemerkt, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt eventuell doch den Sound ein bisschen lauter machen muss. Das sehen wir in der Testaufnahme. Wie gesagt, ich mache jetzt nicht so ein gucken und dann wieder abbrechen und neu lassen. Nein, prompte Testaufnahme gleich mit hochladen. Dann haben wir es ja. Also 10 Minuten haben wir. Circa, und dann würde ich das sagen. Das ist auch schon ganz gut. Und dann halt immer, wenn ihr merkt, es ist, passt nicht vom Textverlauf, dann ist es ein bisschen gecuttet worden. Das ist aber, ich sag mal, auch nicht so sch das Schlimmste daran. Nicht wundern, dass ich das mit dem Maus mache. Ich bin das nur gewohnt. Aber die Steuerung bin ich noch nicht gewohnt. Wieder dann mit dem Handling klarzukommen. Damals viel zu viel Altes gespielt. Na, war's einfach. Da konntest du dich irgendwo 3 Tage lang im Busch reinlegen und ist die hinweggenatzt. Dann kommst du nochmal raus. Ah, da war gerade einer. Da liegt doch noch einer. Oh, Level up. Enemy killed. Nice. Ist natürlich klar, dass wir getroffen werden. Müssen wir eben kurz heilen. Fenster haben wir nicht, aber. Alter Schwede. Ich weiß, dass er jetzt im Fenster da hinten sitzt. Aber natürlich der Magazin geht so langsam leer. Machen wir mal die Tür zu. Gucken wir, dass wir noch. Dann laufen sie von uns. Da ist der Penner oben drin, ne? Schauen wir mal, dass wir den im Haus ausgelockt kriegen, oder? Kann sein, dass er nicht mehr drin klebt, dass ich ihn jetzt einmal übersehen habe. Ah, shit. Ah, Mist. Und halt an solchen Stellen tue ich da kurz Karten, dass ich wieder direkt im Geschehen bin, eigentlich. Aber ob ich bis ist 20 SP.
Enemy down. Ah, fuck. Wer hat mich denn da gekillt? Keine Ahnung. Oh nein! Ich Idiot! Hilft er mir? Nämlich wohl retzen. Wer hat mich denn da getötet? Welches Schwein? Ah, egal. Der hat die jetzt. Nimm doch die Waffe. So, wo wir belebt, können wir gleich wieder Karo hochschieben hier. Mal schauen, wo unsere ganzen Leute sind. Die sind schon bei mir verteilt, das ist okay. Oder teilweise bei mir verteilt. Oh, ist das laut, meine Fresse. Aber geht schon geil ab. Na, gucken, dass ich jetzt mal bald einen Cut mache, mal schau mal die Videos mal oder Teile zusammenzuschneiden. Jetzt kommen wir auch langsam zum Ende. Beziehungsweise zum Testende von meinerseits. Natürlich, wenn das jetzt so kommt, dass es euch gefällt oder so, mache ich natürlich mehr davon. Das heißt, es wird eher am Wochenende dann passieren, dass ich mal so 3-4 Stunden hintereinander aufnehme und es dann cutte zu 10 Minuten, 15 Minuten. Weil ihr seht, ist nicht mal spannend. Wir müssen erstmal zur Base mal hinkommen, beziehungsweise in die Stadt rein. Und dann können wir auch sein, dass wir schnell tot sind. In dem Fall. Wie jetzt hier gerade. Wir sind einfach mal alle gestorben und halt sowas ist halt immer nervig. Deswegen würde ich sagen, ich guck mal, wie ich die Folgen zusammenschneide. Ich schneide mal so ein paar, vielleicht die drei. Ich glaube, 3 Abschüsse, die ich hatte. Und halt so ein bisschen One rein. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut. Wenn euch diese Test, ich sag mal wirklich Testaufnahme, positiv gewährt ist, und ihr vielleicht ein paar Kommentare unten drunter schreibt, dann würde ich das gerne empfehlen, dass ich das weitermache. Halt zum Wochenende hin, halt mal so ein paar Szenen. Vielleicht kommt noch späteres. Mal schauen, ob ich Daisy oder so was mache. Ich weiß es nicht. Wurde mir auch schon viel öfters vorgeschlagen vom Kollegen, dass ich Daisy mitmachen sollte. Ja, muss ich schauen. Ob es wirklich ankommt. Und das ist halt die Sache. Gut, ich drücke Press Exit. Und dann würde ich sagen, es hat euch gefallen. Wenn ihr von der Testaufnahme bzw. von mehr sehen wollt, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Flash Shooter. Und bis dahin. Tschüss.